Dominik hier vom fürkaffee.de. Ich bin hier am Stand von Panasonic und hier haben wir eine Demonstration. Es wurde vor kurzem ein Update für die Lumix GH5 Kamera angekündigt und diese wird dann auch in einer etwas geringeren Bitrate in 4K-Qualität mit HDR, Hybrid Log Gamma, Filme aufnehmen können. Und was man hier schön im Vergleich sieht, unten ist das HDR-Video, oben ist das SDR-Video. Leider spiegelt es wieder etwas, weil es hier die OLEDs drin genutzt werden. Aber weitaus mehr Details hier an, an der dunklen Hose kann man jetzt, konnte man viele weitere Details sehen. Das ganze Bild hat etwas mehr Tiefe, ein bisschen mehr Substanz und das Update Version 2.0 ist das, wird im Herbst dieses Jahres kostenlos Besitzern einer Lumix GH5 zur Verfügung stehen. Das hier, dieses Material wurde auch wirklich mit dieser Kamera gefilmt. Kurzfilm Isobel heißt der, wurde von einem der Nick Driftwood quasi aufgenommen und der Hybrid Log Gamma Standard ist ja auch der Standard, der für TV-Übertragungen genutzt werden wird oder genutzt wird. Die Kamera ist natürlich nicht günstig, aber es ist schön zu sehen, dass das auch nur eine der Neuerungen, die quasi mit dem neuen, mit der neuen Version 2.0 kommt. Und schön zu sehen, dass so hochwertige Technik auch von Panasonic weiterhin gut und gerne gepflegt wird und mit neuen Features versorgt wird. Mehr Informationen auf fürkaffee.de, abonniert unseren YouTube-Kanal oder gebt dem Video einen Daumen nach oben.